Liebe Mitfeiernde über Livestream mit uns Schwestern im Kloster Nordgaseck verbunden, wir heißen Sie ganz herzlich zur Eucharistiefeier willkommen. Am Ende des Kirchenjahres werden wir mit den endzeitlichen Fragen konfrontiert. Fragen, die vielleicht jeder hat, wenn er an das Ende seines Lebens denkt, aber Fragen, die noch viel tiefer gehen, weil eigentlich Jesus uns immer wieder aufmerksam macht: Seid wachsam, seid bereit, macht euch keine Sorgen, aber bleibt in dieser Haltung der Wachsamkeit. Passend sind dazu auch die Lesungen aus dem Buch der Weisheit. Da wird der Mensch beschrieben, zwar viele tausend Jahre quasi vor Christus und doch ein Mensch von heute. Denn es heißt da, der Mensch gerät in Verzückung, wenn er die Schönheit der Schöpfung sieht, die Schönheit der Geschöpfe. Er möchte es verstehen, er möchte es erkennen, er forscht nach und er schaut nicht auf den Schöpfer, der hinter all dem steht. Es heißt da, sie verweilen bei der Erforschung seiner Werke und lassen sich durch den Augenschein täuschen, denn schön ist, was sie schauen. Wenn sie durch ihren Verstand schon fähig waren, die Welt zu erforschen, warum fanden sie dann nicht eher den Herrn der Welt? Ja, nehmen wir mit Freude die Schöpfung um uns wahr. Danken wir Gott für die Schönheit, in der er, wie er sie geschaffen hat, in der er sich in ihr präsentiert. Aber verlieren wir ihn nicht aus den Augen, richten wir unser Herz immer wieder neu auf ihn hin. Unsere Augen erheben wir zu ihm und sind wir voller Dank, denn auch er hat uns geschaffen und er möchte uns so, wie wir sind. Stärken wir uns am Tisch des Herrn, nähren wir uns an seinen Worten und gehen wir mit ihm mit Freude in diesen heutigen Tag. Eine segensvolle Andacht und einen schönen Tag. Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Zu Gott dürfen wir uns wenden. Das heißt auch, wir dürfen ganz im Hier und Jetzt sein. Wir müssen nicht vorauseilen dorthin, wo der heutige Tag uns fordert. Wir dürfen jetzt da sein, ganz Ohr sein dem Wort, das wir hören, ganz offen für die Begegnung, in der Christus uns beschenkt. Im Hier und Jetzt sein, ganz bei uns selber, dann sind wir ganz bei ihm. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Großer Gott, du offenbarst deine Macht vor allem im Erbarmen und im Verschonen. Darum nimm uns in Gnaden auf, wenn uns auch Schuld belastet. Gib, dass wir unseren Lauf vollenden und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Töricht waren von Natur alle Menschen, denen die Gotteserkenntnis fehlte. Sie hatten die Welt in ihrer Vollkommenheit vor Augen, ohne den wahrhaft Seienden erkennen zu können. Beim Anblick der Werke erkannten sie den Meister nicht, sondern hielten das Feuer, den Wind, die flüchtige Luft, den Kreis der Gestirne und die gewaltige Flut oder die Himmelsleuchten für weltbeherrschende Götter. Wenn sie diese entzückt über ihre Schönheit als Götter ansahen, dann hätten sie auch erkennen sollen, wie viel besser ihr Gebieter ist, denn der Urheber der Schönheit hat sie geschaffen. Und wenn sie über ihre Macht und ihre Kraft in Staunen gerieten, dann hätten sie auch erkennen sollen, wie viel mächtiger jener ist, der sie geschaffen hat. Denn von der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer schließen. Dennoch verdienen jene nur geringen Tadel. Vielleicht suchen sie Gott und wollen ihn finden, gehen aber dabei in die Irre. Sie verweilen bei der Erforschung seiner Werke und lassen sich durch den Augenschein täuschen, denn schön ist, was sie schauen. Doch auch sie sind unentschuldbar. Wenn sie durch ihren Verstand schon fähig waren, die Welt zu erforschen, warum fanden sie dann nicht eher den Herrn der Welt? Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wie es zur Zeit des Noach war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete alle. Und es wird ebenso sein, wie es zur Zeit des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem sich der Menschensohn offenbart. Wer dann auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, soll nicht hinabsteigen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren. Denkt an die Frau des Lot. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen. Ich sage euch von zwei Männern, die in jener Nacht auf einem Bett liegen, wird der eine mitgenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die mit derselben Mühle Getreide mahlen, wird die eine mitgenommen und die andere zurückgelassen. Da fragten sie ihn: Wo wird das geschehen, Herr? Er antwortete: Wo ein Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus beantwortet nicht die Frage, wann, auch nicht die Frage, wo. Er beschreibt allein die Haltung, die wichtig ist. Wachsam sein. Ganz bei sich sein. Ganz im Augenblick, die Dinge um uns herum betrachten und wahrnehmen, sie als Boten lesen, die uns von der Größe und Weisheit Gottes erzählen,
den Mitmenschen sehen als den, in dem wir Christus begegnen. Wenn wir uns um diese Haltung immer wieder bemühen, wenn sie uns wie die Grundlage von allem ist, wenn wir es aushalten, nicht zurückzuschauen, nicht einfach nur in der Zukunft das Heil zu sehen, sondern im Hier und Jetzt, dann sind wir auf einem guten Weg. Bitten wir um die Kraft, dieses im Hier und Jetzt Sein auch heute wieder zu üben, immer wieder neu in den Arbeiten dieses Tages, in den Begegnungen mit unseren Mitmenschen, in den Gesprächen, in der Arbeit, überall, wo wir sind, im Hier und Jetzt Sein. Auch jetzt, in diesem Augenblick. Guter Gott, weil wir deine Gegenwart erspüren, wenden wir uns voll Vertrauen zu dir und beten für die Kirche und alle Menschen, die aus dem Glauben leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich um andere kümmern und sorgen. Für alle Menschen, die unter Krieg, unsicheren politischen Verhältnissen und unter verschiedensten Krankheiten und Gebrechen leiden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Verstorbenen und alle, die wir dir heute besonders empfehlen. Guter und heiliger Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Wir danken dir, dass er allezeit für uns eintritt. Wir loben und preisen dich, heute und in Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort. Durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist die Quelle aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es den Seinen und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte dir wiederum, reichte ihn den Seinen und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes,
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Bis du kommst. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Und wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Markus und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander jenes Gebet sprechen, das Christus die Seinen beten gelehrt hat. Vater unser, geheiligt werde. Wie im Himmel, so auf unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. In der Herr hat zu den Seinen gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und so bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Amen.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Lasset uns beten.
allmächtiger Gott, in der Feier der Eucharistie haben wir den Tod des Herrn verkündet. Dieses Sakrament stärke uns an Leib und Seele und mache uns bereit, mit Christus zu leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Es segne und begleite euch und alle, die euch verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Tag. Geht hin in Frieden. Danke.